Montagmittag. Schön, dass wir dabei sind hier bei Sky Sport News HD. Bei Thomas und mir, wir nehmen Sie mit rein in diesen Nationalmannschaftsmontag. Wir gucken natürlich auch noch mal ein bisschen zurück auf gestern, auf den Partysonntag der Reds von Liverpool. Aber das sind so die großen Themen heute. Ganz genau. Und wir starten mit der A-Nationalmannschaft. Sind ja ganz wichtige Tage. Die Vorbereitung auf die zwei EM-Quali-Spiele läuft. Während Jonas Hector nach durchwachsener Saison in den Kader berufen wurde, muss Mario Götze trotz seiner guten Leistungen mit dem BVB zuschauen. Ja, der Löw-Vertreter Markus Sorg, der jetzt quasi 10 Tage Chef ist, haben wir jetzt hier mit den Gründen. Trotz allem erkennt man natürlich die Leistung von Mario. Ich meine, im Endeffekt muss man die Spieler dann einfach auch positionsspezifisch sehen und schauen, wo hat man welche Alternative und wer war wie lange im Kreis. Und das ist bei beide der Fall. Aber ich denke, dass halt in dem Fall das so war, dass wir jetzt gegen zwei Mannschaften spielen, wo wir, denke ich, auch einen guten Spielaufbau brauchen, spielerisches Potenzial. Und Jonas natürlich jetzt auch jahrelang fester Bestandteil war. Und denke ich, dass vorne in diesem Bereich einfach auch wir gut aufgestellt sind. Und dann ist es nicht so einfach. Aber dennoch sieht man und beobachtet die Leistung von Mario. Und denke ich, Bundestrainer hat es ja schon gesagt, das wird auch weiterhin der Fall sein. In Venlo in den Niederlanden läuft diese Vorbereitung mit dabei. Unser Reporter Uli Köhler. Es geht natürlich in erster Linie jetzt um die Nichtnominierung von Mario Götze. Wie ordnest du die Personalie ein? Ist es deiner Meinung nach die richtige Entscheidung? Also ich glaube auf jeden Fall, dass diese Entscheidung sehr wohl vertretbar ist. Aber was Markus Sorg gesagt hat, glaube ich, braucht ein bisschen Interpretation unter dem Motto: Markus Sorg sagt, Markus Sorg meint. Also Mario Götze ist natürlich immer im Fokus des Bundestrainers. Aber wenn man es knallhart formulieren will, es langt im Moment einfach nicht für die Nationalmannschaft, weil vorn die Truppe gut genug besetzt ist. Dazu kommt ja dieser Erneuerungsgedanke und das alles zusammen im Paket, da langt es halt nicht für Mario Götze, was nicht heißt, dass das für immer sein wird. Aber im Moment ist das einfach der Stand der Dinge. Auch bei Lucien Favre, da hat er zwar dann oft gespielt, aber so, dass man sagt, ja, ohne Mario Götze kann die Nationalmannschaft nicht existieren. So weit ist es noch nicht gekommen. Und bei Jonas Hector ist es ein bisschen anders. Der hat ja in Köln in der zweiten Liga jetzt auch keine Partien gemacht, wo die Kölner jetzt irgendwie nach Frankfurt zum DFB gelaufen sind, um für Jonas Hector zu demonstrieren. Aber Jonas Hector ist ein fester Bestandteil der Nationalmannschaft immer noch geblieben, obwohl das jetzt ein bisschen her ist, obwohl er jetzt, glaube ich, fast 2 Jahre nicht dabei war. Hängt einfach damit zusammen, dass er immer, wenn er bei der Nationalmannschaft war, sehr gut gespielt hat. Er hat sich eingefügt, sofort in die Mannschaft und hat hier immer Leistung abgeliefert. Und links hinten ist er so eine Position, die sowieso relativ dünn besetzt ist. Deshalb hat der Bundestrainer ihn sicher aus dem Krankenstand, beziehungsweise da war er noch gar nicht verletzt, berufen. Uli, Markus Sorg, der Co-Trainer, der ist jetzt 10 Tage quasi im Amt des Bundestrainers vertritt. Joachim Löw hat ja bisher eher so in seinem Schatten gestanden. Wie sieht er denn jetzt seine Aufgabe und vor allem, wie hast du ihn vorhin gesehen? Wie hat er sich präsentiert? Also der 10-Tages-Bundestrainer ist sehr bescheiden. Eigentlich bescheidener ist er aufgetreten bei der Pressekonferenz, als er normalerweise im Gespräch ist. Er weiß schon genau, von was er spricht. Ist auch ein selbstbewusster, junger, sehr erfolgreicher Trainer. Er ist ja der, der die Taktik immer ausklügelt. Also als Thomas Schneider noch da war, hat er von oben die Spiele beobachtet und hat genau die technischen Mankos oder auch das, was gut gemacht wurde, genau analysiert. Also der weiß, wovon er spricht. Der weiß, welchen Job er hier zu machen hat, aber er war also fast übermäßig zurückhaltend bei der Pressekonferenz. Er will dem Yogi auf keinen Fall in irgendeiner Nuance auch nur im Weg stehen oder irgendwas besser wissen als der Yogi oder irgendwie dafür die kleinste Ungereimtheit sorgen. Also er wurde darauf angesprochen, ob er ihn vielleicht auch mal beerben will, jetzt, wenn er schon so ein bisschen reinschmeckt. Nee, das hat er weit von sich gewiesen und das ist ihm auch zuzutrauen. Er ist der Spiritus Rector bei der Nationalmannschaft. Er schlägt auch Yogi die Dinge vor, wenn er manche Veränderungen für notwendig hält, dann wird im Team entschieden. Also die deutsche Nationalmannschaft muss sich nicht sorgen, dass jetzt, wenn Yogi 10 Tage nicht dabei ist oder bei dieser Reise nicht dabei ist, dass alles den Bach runtergeht.
Also das, die Personalien der Nationalmannschaft, wollen wir noch mal auf das Organisatorische zu sprechen kommen. Organisatorische. Uli, du bist in Venlo und viele Fans sitzen jetzt wahrscheinlich zu Hause und sagen, was machen die in Venlo bitte schön? Haben die keinen deutschen Sportplatz gefunden oder ein Hotel? Kannst du die Zuschauer aufklären? Ich kann oder ich kann es versuchen auf jeden Fall, aber das macht schon Sinn. Oliver Bierhoff hat es noch mal präzisiert. Also es ist so, Nummer eins ist, in Aachen findet am Mittwoch ein großes Fanfest statt. Ein Fußballspiel, ein öffentliches Training mehr oder weniger, wo auch gekickt wird, wo endlich mal alle hinkommen sollen. Egidius Braun, der ehemalige Präsident, war da ja zu Hause in Aachen. Und es gibt die Egidius Braun Stiftung. Das war mal das Rahmenprogramm. Danach haben sie gesucht, wo können wir da hingehen. Die Hotels in Düsseldorf, die in Frage kommen, waren alle nicht ausgebucht, aber wenn dann so 50, 60 Zimmer gebraucht werden, war es dann doch nicht so einfach. Denn man muss ja sich vorstellen, da gehen ja nicht nur jetzt 22 Spieler hin, die müssen auch noch trainieren. Der Platz muss sicherheitsmäßig abgesperrt werden können. Es darf nicht zu weit vom Hotel weg sein und, und. Und all das hat irgendwie nicht so geklappt. In Aachen und um Aachen herum hat das auch nicht geklappt. Also haben sie auf die Landkarte geschaut und haben gesagt, ui, Venlo. Da gibt es ein schönes Stadion mit einem perfekten Platz, dazu ein Hotel, das wunderbar im Wald gelegen ist, dass man gut abschirmen kann. Das ist der Platz, wo man hingeht und auch nur ein paar Minuten nach Aachen rüber zum Tivoli. Und so sind wir hier einfach in Venlo gelandet im The Cool Stadion. Uli, jetzt haben wir hier eben gerade schon ein paar Bilder gesehen vom Training, wo wir auch die Torhüter gesehen haben. Und das ist ja auch ein ganz interessantes Thema bei diesem Lehrgang jetzt. Sven Ulreich ist mit dabei. Andreas Köpke, den haben wir ja vorhin auch sprechen gehört. Was sieht er da auf sich zukommen? Also ich glaube, Sven Ulreich ist die Position oder die Personalie, die am logischsten irgendwie zu erklären ist. Deutschland hat ja einige sehr gute Torhüter. Jetzt sind bei der Nationalmannschaft normal drei dabei. Davon sind zwei verletzt. Das eine ist Leno und das andere ist Marc-André Ter Stegen. Also kommt der Torhüter Nummer 6 normal ins Spiel oder 5. Das er ist aber gerade bei der U21 unterwegs. Und deshalb, die hat ja auch wichtige Vorbereitung im Moment, da wollte man jetzt auch niemanden dazu holen. Also wen holst du dann? Den Torhüter Nummer 7 oder 8 aus der Bundesliga, der sich dann vielleicht irgendwelche Hoffnungen macht, oder einen, von dem du weißt, das ist ein perfekter zweiter Mann, der muckt nicht auf, der hat es auch mal verdient, wieder dabei zu sein in der Jugendnationalmannschaft oder in den U-Mannschaften. Da konnte Sven Ulreich ja schon mal das deutsche Trikot tragen und deshalb haben sie ihn hierher mitgenommen, weil die wissen, der fährt heim, ist glücklich mal dabei gewesen zu sein und wird nie wieder ein Wort darüber verlieren. Dankeschön, Uli, für die Erklärungen zur deutschen Nationalmannschaft. Wir werden natürlich die Aussagen besonders von Marco Sorg heute noch ganz genau unter die Lupe nehmen.